don't waste it. Hey Leute, cool, dass ihr wieder reinschaut und alle guten Dinge sind drei und deshalb gibt es heute das dritte Mal das Master Builders Modus, den Master Builders Modus und ja, mal gucken, was heute dran ist. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt und okay, ich bin gerade in einer Lobby mit nur einem Spieler und deshalb würde ich sagen, ich mache einfach eine kurze Pause in dieser Aufnahme und dann seht ihr oder seid ihr wieder dabei, wenn es hier losgeht. So Leute, und ich habe einen Server gefunden. Es geht schon gleich los in 10 Sekunden. Es sind 12 Spieler momentan hier in diesem kleinen Server mit drin. So, 11 Spieler. Es sind auf jeden Fall genug dabei. Und ja, es geht schon in einer Sekunde los. Und es geht los. In ein paar Sekunden haben wir das Wort. So, und die Spannung steigt. Und wir bauen Öl. What? Oh. Eule. Ah, okay, da schreibt jetzt gerade jemand. Ja, Leute, meine Englischkenntnisse sind anscheinend nicht so gut. Wir müssen eine Eule bauen, okay. Ich dachte gerade schon Öl, so what? Was ist das denn, bitteschön? Ich möchte gerne weiße Wolle. Ich möchte gerne eine weiße, so eine Schneeeule bauen. Das ist, finde ich irgendwie cooler. So, als erstes bauen wir natürlich ganz klassisch wieder den Kasten. Bevor wir hier irgendetwas anderes machen. So. Wie groß ist denn so eine Eule? 4 Minuten noch, okay, wow, das geht echt krass schnell hier, die Zeit. So, nicht wundern, dass man noch nichts erkennt. Ich brauche, ach, braune Wolle habe ich ja hier schon. Haben Eulen eigentlich so, grau, schnell, hellgraue Wolle. So als Bauch sozusagen, hellgrau. So, und die haben natürlich einen riesigen Kopf, die Eulen. Das weiß ich, dass die Eulen so einen riesigen Kopf haben, riesige Augen auf jeden Fall auch. Und ich glaube, die haben schwarze Augen. So. So, weiße Wolle. Hier, das sieht doch schon mal ganz süß aus, finde ich. Puh, ja. Auf jeden Fall haben die noch so einen Schnabel. Da weiß ich gerade nicht. Soll ich so einen Zaun vielleicht nehmen? Als, oder, nee, nicht so ein Tor, sondern so einen Zaun. Mal gucken. Ja, das, Alter, das sieht doch geil aus. Und dann haben die eigentlich auch noch so riesige Ohren, das weiß ich. Was kann man denn als Ohren nehmen? Vielleicht Schilder? Oder sowas in der Art? So? Kann man das anbieten? Ah, ich denke, das ist eigentlich okay. Also, das ist so eine ganz süße Eule, also, boah, ich finde die echt. Die ist doch richtig zum Knuddeln. So eine süße kleine Eule. So richtig schön. Nur irgendwie, hier bin ich mir noch nicht ganz sicher. Boah, was kann man denn noch, was kann man denn noch machen bei so einer Eule? Die ist doch schon perfekt. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwas noch so nebenan. Ich pflanze mir einfach noch einen Baum. Sieht dann vielleicht ganz cool aus. Was? Eine Birke. Komm, wir pflanzen mal eine Birke hier nebenan und Knochenmehl brauche ich auf jeden Fall noch. So, wir haben heute auf jeden Fall Zeit zur Verfügung. Natürlich, man hat nie genug Zeit, aber
ich sag mal, so mehr Zeit als in den meisten Fällen. Ist einfach sofort so gut geworden, unsere schöne kleine Eule. Ich hoffe, dass die anderen auch genauso begeistert davon sind wie ich. Ihr seid es doch wahrscheinlich, oder? Findet ihr die cool? Guck mal, so eine süße Eule. Ah, ich hab eine Idee. So, wie heißen die Dinger denn? Nicht Asseln, sondern Silberfische heißen die, ne? Guck mal. Eulen essen doch sowas wie Mäuse oder so, ne? Deshalb machen wir hier so einen kleinen Silberfisch hin. Das ist sozusagen das, was die Eule gefangen hat. Und... Boah, was jetzt habe ich noch 20 Sekunden. Was kann ich noch bauen? Jetzt habe ich eigentlich so gut wie gar keine Zeit mehr. Oh, so, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Gebüsch noch gebaut. Gut, die Zeit ist vorbei, alles klar. Jetzt kommen wir schon zur Abstimmung. Und ich bin echt gespannt, was die anderen hier fabriziert haben. Ach du Kacke. Aber ist gut. Okay, mit sowas habe ich jetzt... Boah, das finde ich echt witzig. Ja, finde ich lustig. Boah, die ist auch sweet. Guck mal, die Füße hier von der Eule. Gut, na, amazing. Die finde ich cool. Die hat zwar keine Ohren, aber so süß. Wie so eine kleine Baby-Eule oder sowas. Und irgendwie haben alle dafür gesorgt, dass es nach... Ja, okay, von dieser... Ich wollte gerade schon sagen, als Eule... Ist okay. Ja, okay, jetzt habe ich es nicht geschafft, gut zu klicken. Ist okay. Mäh. Was ist das denn? Ich meine, im Ansatz, ja, okay, die Idee ist gut, die auf so einem Ast zu setzen, aber... Okay, sie ist nicht explodiert. Ja, spricht für die Eule auf jeden Fall. Alter, und hier hat sich jemand... Der ist zwar ein bisschen schief so, leicht versetzt. Ist okay, sag ich mal. Sieht aus wie so eine ägyptische Eule oder sowas in der Art, ne? Durch diesen Sandstein auch. Vielleicht wirkt das so nur bei meinem Texture Pack so. Das muss man ja dazu sagen, dass alle unterschiedliche Texture Packs verwenden. Alter, und die hat Beine, ey, was... Ist okay, also, ich finde das so witzig, ey. So eine Eule hat doch keine Füße, ey. Die haben doch nur so kleine Krallen oder sowas. Ja. Okay, jetzt kommen wir zu meinen Eule. Jetzt bin ich echt mal gespannt. So, everything is awesome. Ich kann leider nicht für mich selber abstimmen, aber ich finde die Eule echt cool. Die ist wenigstens nicht explodiert, also anscheinend findet der eine oder andere die auch ganz cool. Alter, und das ist Superman, oder was? Krass, ey, also... Doch, die finde ich auch cool. Amazing! Auch das mit dem Ast hier, gut gemacht, auf jeden Fall. Oh, wie witzig, ey. So, gut. Ich finde die einfach witzig. So, kein Kommentar. So, und... Okay, es ist schon vorbei. Mal gucken, wer gewonnen hat und welcher Platz ich bin. Ich bin auf jeden Fall vierter Platz und Amelie hat gewonnen und jetzt lädt die Map irgendwie nicht und ich sehe nicht, welche Eule das... Alles klar, die erste, das fette Viech. Ja, okay. Ja, war okay. Ich fand das jetzt zwar nicht die beste, aber... Muss schon sagen, die war nicht schlecht, ne? Ich habe ihr, glaube ich, auch eine gute Abstimmung gegeben. Und das war's schon mit dem dritten Mal in diesem Spielmodus. Es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr weiterhin Videos in diesem Format sehen wollt, zerfetzt den Like-Button und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, wenn ihr keine Videos verpassen wollt. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.